Battle Rap Bundesliga Main Match. Hey, yo, Battle Rap Bundesliga, seid ihr noch am Start oder was? Wir haben zwar nur wenige Written Battles heute Abend. Entschuldigung, ich trinke lieber nochmal ein. Wir haben zwar nur wenige Written Matches heute Abend, dafür haben wir richtige Knaller. Und zwar auch dieses wunderschöne Match, was jetzt das Main Match ist. Der Motherfucker, der sich hier durch die ganze Liga hochgeboxt hat. Und jetzt mittlerweile jeder weiß, wer er ist. Bitte macht Lärm für Leander! Auf der anderen Seite unser Haus- und Hof-Fotograf und Kamerahalter eigentlich. Er ist ein großes Teil von Team Reiben. Und wenn ich sage großes Teil, dann naja, ihr wisst, was ich meine. Macht bitte Lärm für Papa TR! Yeah! Das Herrteil natürlich. Bei dir wird das Battle losgehen. Erste Runde, Papa TR, let's get it. Ey, bevor ich jetzt anfange, ist es hoffentlich okay, wenn ich einen Witz mache. Denn er lud vor ein paar Tagen ein Bild hoch mit Salvatore Vassallo auf Insta. Mit den Hashtags stolzer RTL-Zuschauer, Hashtag Trash-TV ist Beste. Das lasse ich einfach mal so wirken. Ecstasy-Tablette. Okay. Endlich darf ich dicken Witze bringen. Aber bevor es soweit ist, direkt eine Sache vorweg zu Beginn. Deine Mutter und meine Vorhaut ist wie euer Swimmingpool auf eurem Bauernhof. Bitch, sie passt da gerade noch so rein. Würde sie da reinpissen, fängt bei mir das Prickeln an, dass ich denke, es könnte Apfelschorle sein. Wallah, sie ist kein Anime-Fan, aber sieht meine Vorhaut als Ursprung für Monkey D. Ruffy an. Mein Schwanz in ihrer pink pulsierenden Pussy ist wie ein Maßband aus einer Kapsel zu ziehen. Ich mach sie lang. Selbst in Filmrollen war sie die Beste. Requisite als Spuckschüssel. Und beim Blowjob mit ihren Dritten ist sie so aggressiv wie in einem Kunstwettbewerb. Sie malt unter Druck Nüsse. Sie ist so eine Dorfalmanin. Sie spielt in der Kreisligamannschaft, wo sie Heimspieler lang macht. Jeden Heinz-Dieter Bachmann bis zum Kai Sigmar Hassan. Wenn sie Heim- und Gastspielern die Eier leert, sieht diese geizige Kampfslatt nach jeder Halbzeitpause aus, als ob sie nur eine Eisdiele satt macht. Brüllt wie ein Mann von der Seitenlinie, kippt sich Bier und trinkt Asbach aus einem Halbliter Flachmann und ist die Einzige, die wie eine Behinderte klatscht, wenn jemand einen Beini gemacht hat. Im Gegensatz zu allen anderen findet sie die allgemeinen Vibesbilder lachhaft. Sie sagt, ihre Markenklamotten aus der Großstadt habe sie gekauft, während sie die Magnetstreifen rausreißt und die Preisschilder abmacht. Ist doch klar, dass sie anschafft, die Kachi. Ihre gebleichte Nusskuchenhöhle überdeckt von feinstem Arschhaar wie ein Flüchtling. Und was für Bums, sie ist Ramba. Nein, was für Ram, wenn sie kackt, ertönen Gambas. Sieht man auch schon an ihrer Gangart, sie geht so, weil sie Angst hat, ihre Rapunzelsträhnen zwischen den Backen verknoten sich im Tanga. Das ist deine Mutter. Deine Mom ist so eine Fotze. Selbst das Wort allein ist dehnbar. Wo man in ihr schon schwarz sehen kann, wie wenn man von innen einen Schornstein mal gesehen hat. Beim Spreizen ihrer Scheide sieht man Wertsachen und die Reste von dem Goldzahn deiner Väter, von jedem Lokalpatrioten, Stammtischkumpel bis hin zum rechten Volksparteivertreter. Oh. Es ist 2019. Dank ihr habe ich heute einen Borstenschwein als Gegner. Und dass nicht ihr Sohn, sondern sie beleidigt wird, findet sie, okay, solche Worte seien kein Thema. Denn jeder Schuss in ihre Richtung ist wie, als würde ich Heronadeln als Dartpfeile schmeißen. Doch mit ihrem Borderline und Lepra dringen bei ihr die Spritzen richtig tief bis in die Knochen rein. Da geht was. Oh. Junge, das Battle hier ist kein Pillepalle. Theoretisch kannst du mir genauso mal meinen Pimmel paddeln. Bis dir alle guten Geister wie der Storch mit deiner Geburt vom Himmel fallen. Du bringst thematisch jedes Mal den gleichen Mist und sagst, zum Warmwerden erst mal eine Mutterlein. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber solange deine Mutter noch Reflexe hat, dring ich zum Kaltmachen und Warmwerden erst mal in deine Mutter rein. Also fang an, für dein Brot zu arbeiten oder leb lieber weiter mit deinem Loch im Bauch. Ist egal, wie du meinen jetzigen Part kontern möchtest, trotzdem führe ich mich weiter wie ein Boxer auf. Das ist kein Gotteshaus, aber wäre es lieber besser, wenn du beichtest, also knie dich hin, fang an und kotz dich aus. Oder lass es, Ben, denn deine immer groß angeteaserten Mutterlines plus die halbe Leistung von dir packt jeder locker aus. Nimm Handgelenk. Time. Let's go, Mann! Yeah! Die erste Antwort, lern das, let's go. Jo, du laberst über meine Mutter, was weißt du denn schon? Die meinte, ja, Beleidigung finde ich geil, also fick diesen Hurensohn.
Das hier ist mein fünftes Battle. Und ich habe etwas gut zu machen. Muss nach meiner letzten Leistung erstmal Jack the Ripper gleich wieder eine Hure schlachten. Bei meinem letzten Battle habe ich die Chance, mich nach oben zu katapultieren, einfach verpasst und hab gechoked und gestummelt wie so ein peinlicher Spast, aber fuck it. Heute gibt's kein Geheule wegen meinem letzten Match. Es wird für die Crowd höchstens herzergreifend, weil Levin allen Ernstes meint, er müsste nach den Sternen greifen. Du bist vielen bekannt und machst deinen Job nie verkehrt, doch heute stellst du und die Cypher und wirst komplett entehrt. Damn, ich bekomme einen Kotzreiz, wie Leute, die schon Standing in der Szene haben, jetzt ankommen und bei Newcomern wie mir Penisblasen. Den Weg bis hierhin habe ich alleine geschafft. Und nein, von meinem Hype bekommt ihr nichts ab. Wenn ich Leute danken muss, dann Merlin für die Chance und meinen paar echten Freunden in der Szene und Familien und Freunden zu Hause. Damn, ich hab noch große Pläne. Doch keinem dieser sich selbst überschätzenden, rumhampelnden Koksgebäude. Die Leute, die mir was bedauern, den baue ich einen Palast. Der Rest bleibt nur Throngefolge. Aber Levent, ich hoffe inständig, dass heute für dich jemand Gescheites hinter der Kamera steht. Am besten jemand, der hauptberuflich Snuff-Pornos dreht. Denn Damn, heute wird's eklig und mies. Ich zertret dir Spaß, die deine Brille und dein Objektiv. Dreh dir den Hals um, wie du dein Objektiv, wenn du zoomst. Levent Gray, du wirst heute vor laufender Kamera gebumst. Brech dir deine Stelzen und deinen Kameraständer und entzieh dir somit deine Lebensgrundlage, du Penner. Ich reiß dir die Gedärme wie in den verhinderten Film aus der Super 8. Und jegliche Hilfe für dich, Nuttensohn, kommt zu spät. Ich geb dir die Chance, jetzt gerade noch zu gehen. Sonst würdest du dir 3 Runden lang wünschen, jetzt doch hinter der Kamera zu stehen. Und nur schon mal vorab, nur dass ihr wisst, es liegt nicht nur an Witzen über sein Radio, ich meine hinter der Kamera Gesicht. Junge, du Brillenschlange mit Brustbehaarung Typs Braunbär. Habt ihr schon mal gesehen, wenn der in seinen Insta-Stories wieder oberkörperfrei auffährt? So eine eklige Behaarung. Klar, dass du dafür bluten musst. Nackt siehst du aus wie die Verstopfung in meinem Duschabfluss. So richtig glatt, schwarz und hart. Sieht aus, als hätte sich deine Mutter mit einem Schwarzbörner Giraffe gepaart. Und vielleicht hat das außer mir noch keiner erkannt, aber hat Rossbach deine Mutter gefickt oder warum hast du dich Papa genannt? Am Timing arbeiten wir noch. Aber du bist echt groß. Doch das muss gar nichts heißen. Weil im Kreis kann ich dir abgesehen von allen Belangen das Wasser reichen. Du Antennensohn, wie ist die Luft da oben? Geht ihr nicht schwindelig so weit weg vom Boden? Junge, du bist so riesig und behaart, man könnte fast denken, du bist MC Goyners Arsch. So riesig und behaart läufst du nackt über Gamescom, denn jeder, du trägst ein Cosplay von Chewbacca. So riesig und behaart, du bist der Erste, der mit 7 mehr Brusthaare hatte als sein eigener Vater. So riesig und behaart, du brauchst keinen Rasierer, du brauchst einen fucking Rasenmäher. Ich nehme dich heute hoch wie meine Karre mit einem Wagenheber. Dir knallen meine Punches vor den Kopf wie normalerweise Türrahmen und ich bereite dir so viel Schmerzen, du wirst glücklich sein über nur ein paar Bandscheibenvorfälle in 40 Jahren. Aber erklär mir vorher noch eine Sache, du Spast. Wenn du so groß und behaart bist, warum hat dann Kakobi und nicht du das Feature auf Rikos Track Bigfoot gemacht? Guck, perfekter Einstieg in das Thema Levent und Rap. Denn die meisten Leute hier kenne ich deine Vergangenheit, du Keck. Warum du ab und zu deine Komfortzone verlässt und es immer mal wieder probierst mit dem Rap. Also schalt die Panorama-Funktion ein, denn der Fette ist da und schändet heute den Arsch von der Bodenstange mit Bart so heftig und hart, dass du dir wünschen würdest, wir hätten doch in der 3. Runde mal zusammen den guten T-Say unsere Meinung gesagt. Du Hurensohn! Yeah. Und es mag sein, dass du jetzt noch auf einen Sieg hoffst, doch heute wird der Kameramann gefickt. Wie bei einem POV-Short. Time! Ja. Kameramänner sind zwar Porno-Fans, aber die drehen nie wild. Mal bitte lernen für die 2. Runde von Papa Fritz. Ja, dass du Scheiße laberst, das merkt man schon richtig, du kleiner G-Bitch. Weil beim POV... Ach, vergiss es, scheiß drauf. Alles gut. Stichwort, sich selbst ficken mit manchen Aussagen und Handlungen. Lern das Safe-Tabellenreiter. Was macht er beim Texte schreiben, wenn er merkt, die Lines sind scheiße? Er schreibt sie trotzdem auf und rappt die einfach. Auch solche Wörter wie Akzeptanz, Ehebruch vorzuwerfen, nach dem Beatle. Ist das irgendein Goyner-Dialekt, den man nicht kennt, oder brauchst du wieder Unterricht? Dass du anscheinend deine sprachlichen Defizite auch auf dein Textblatt schreibst? Triple Beat bewundert dich. Nach der Line gegen Desperados, deine Mutter ist so fett, die wurde im Sea Life getauft, haut er sich vor Scham fast so fest die Hand ins Gesicht, jeder dachte schon, der fliegt gleich aufs Maul. Da cringet sich mir mein pompöser Magen zusammen. Und dann rappst du in einem Part, gib mir 5 Gegner mit einem Kaliber von der Ma und in der kürzesten Zeit werde ich hier zum Star. Du stehst gerade vor Kareem Abdul-Jabbar und willst ein Kaliber von der Ma. Ja, wenn das so ist, ich gönne dir diesen Boxfight-Champ, dann kann Amar auch bei uns den Eckett machen und wir dürfen alles wieder offline stellen. Win-win für alle!
Und direkt danach gegen Derker. Spuckendes Lama gegen Schwerkraft. Die Luft im Battle war total draußen. Im Publikum konnte man hören, wie jemand sein Asthma-Spray geleert hat. Ich habe von Leuten, zu denen ich seit Jahren auf sie Props bekommen. Junge, bei dem Lob brauchst du dir gar nichts einzureden. Aber hey, tut mir leid, wenn du schon so lange zu mir hochguckst, aber ich bin einfach noch nie klein gewesen. Gonner triggert dich in eurem Battle damit, dass er deinen echten Klarnamen nennt. Finde ich persönlich nicht so tragisch, aber so unruhig, wie du geworden bist, war das für dich deine Arschkarte, Ben. Und auch wenn Realtalk-Zeilen quer in alle Richtungen schießen, war das Ganze am Ende nur ein Kampf zwischen zwei Glaubensvertretern. Der Benediktiner gegen Goyner, den Jesuiten. Obwohl diese Glaubenswettkämpfe mit einem Jungen, der einen Glauben besitzt, eher draußen bestimmt angesagter sind als hier, willst du betteln, weil es dir Spaß macht. Doch wäre dein Leben vielleicht besser als Franziskaner wie das Bier? Ich meine, in der Theorie passt das doch eigentlich. Ein Bauer lebt ebenfalls ohne Hab und Gut das Wasser. Erntet gibt er den anderen, denn er will was Gutes mit seinen Taten tun. Aber so einer kannst du nie sein, weil du immer gern allein bist mit deiner Kuh, Erna, ohne Plan und Mittelpunkt. Denn ein Franziskaner betet bei einem Unwetter zu Gott, du glaubst eher an dich selbst und deine Provinzialversicherung. Leanders, aka der Prototyp Hinterwäldler, sein Mustermann. Wie er schon immer versucht, mit hingezweckten Zeilen und plumpen Reimen um die Ecke zu rennen, vorne die Haltestelle sieht, aber trotzdem noch den Bus verpasst. Hat Merlin wie jedes Mal einen epischen Samstag versprochen, kommt Leanders um die besagte Ecke gehechtet, rappt paar Zeilen und sagt am Ende irgendwas mit Sucky Sucky und Arschkasper hoffen? Sucky Sucky und Arschkasper zu sagen, fällt allerhöchstens mal einem Thaisos oder Echo Fresh ein. Selbst wenn er sich wieder als König von Deutschland betitelt oder du die Schiene im Battle weiterfährst, ein Zweckreim bleibt ein Zweckreim. Aber wenn du heute alle überzeugen kannst, dann, ja, was passiert dann? Aber wenn du heute alle überzeugen kannst, ja, dann glaube ich einfach nur an Schicksal oder weiß, du brauchst in Zukunft einfach mehr Zeit, wie dieses Battle, was seit Juli schon gefixt war. Vielleicht täusche ich mich in dir und die ganzen Sachen waren nice. Vielleicht schwimmst du, Fisch, auch ohne Köder in meinen Angelhaken rein. Vielleicht ist Biggie auch nicht tot und dieser Tupac war weiß. Aber wenn du den Rest fehlerfrei durchrappen kannst, kriegst doch du mal ein Eis. Yeah. Und während ich dir jetzt wieder zuhöre, esse ich meins und verspreche dir und auch allen anderen im Raum, gleich gibt's fettere Lines. Yeah. Scheiße, Time. Okay, zweite Runde lernen das. Du meinst, wenn ich mal fehlerfrei rappe, bekomme ich... Du sagst, wenn ich mal fehlerfrei rappe, dann bekomme ich ein Eis. Was laberst du, Mann? Guck mich mal an. Ja. Eis. So. Kannst du das mal aufmachen? Runde 1 war schon lustig, doch jetzt kommt's noch fetter. Denn jetzt reden wir über Levins gescheiterte Karriere als Rapper. 2013 warst du ganz cool, so mit Sonnenbrille und Polunder. Dicklich durch Pommes, Döner und Mamas Erdbeerplunder. Warst in Essen schon als Rapper bekannt, doch es gab keine Leute, die dich da verehrt haben, denn du sahst aus wie die Pott-Version von Grub Terkan. Hast im Rappers-Inforum einen Harten geschoben und bist im 64. des VBT 2013 gegen Kasa geflogen. Dann kam die Connection mit CP und Eckert. Keine Freunde war euer Name, aber ganz ehrlich, bei den beiden Spastis wundert es mich nicht, dass sie keine Freunde haben. Es kamen ein paar Tracks, doch dann kam es zum Cut. Hast was gegen deren tote Opa gesagt? Doch, das sind für mich Jugendsünden. Und die hat jeder und das ist mir völlig egal. Deine Battles bei Detilien gegen waren Blamage total. Ich bin ehrlich, ich habe die Battles vor der Recherche noch nicht mal gesehen. Und weil du gemeint hast, die beiden wären nur Sparringpartner gewesen, habe ich mir gedacht, ah, da muss wohl einiges gehen. Und ich sag mal so, warum griff ins Klo? Gegen Lamin hast du nur davon gelabert, dass du voll Hip-Hop wärst und er voll der Versager. Und hast dann gegen den aber nur 2-3 gewonnen, aber kann ich verstehen, der ist auch ins preisträchtigste Newcomer-Turnier Deutschlands gekommen. Doch das Schlimmste war das peinlichste Gimmick in der deutschen Battle-Rap-Geschichte. Gebracht von Papa TR, ey, ich mach keine Witze. Der wollte da so ein Selfie-Gimmick bringen. Schon das ist peinlich, du Punk. Wie der Eiffelturm da so stand mit Kamera in der Hand, doch dann hab ich's erkannt, es bringt mich um den Verstand. Du hattest noch nicht mal die Kamera an. Was bist du denn für ein Kameramann? Und TJ, der hat dich richtig zerfickt. Mit einem Scheme über Reiben im Winter hat er euch alle gedisst. Du hast deine dritte Runde verchoked.
und kaum Reactions geholt, aber kein Problem, Levin, weil das kenne ich wohl. Doch dann sagst du noch voll frech, du brauchst jetzt endlich mal keine Vorspeise mehr, sondern mal einen Hauptgang. Hältst du das für sinnig? Aber wenn das so ist, okay, hier bin ich. Und im Interview sagst du noch voll cool, ja, bis zu meinem nächsten Battle dauert es jetzt nicht mehr 2 Jahre. Und ganz Battle Rap Deutschland denkt sich so schade. Weil deine Battles waren nicht ansatzweise hart, das hat mit einem Kampf nichts zu tun, eher mit die Grenzen austesten, bis die Leute da buhen. Also wenn das nur Sparring war und heute ein Battle, dann bin ich zu dir ehrlich, dann wird es heute kein Battle, sondern dein scheiß Begräbnis. Aber dass es mit Battle Rap nicht so klappt, ist ja Latte. Weil du machst ja mit deinen YouTube-Formaten ordentlich Patte. Mit Podgestalt und Fahrstuhlmusik, da knallen so ein paar Affen ihre Stimmen auf den Beat. Du hattest mal Beat Tighter, doch den juckt keine Sau mehr, der Schwanz ist zu alt und die nächstbekanntesten Rapper waren Kakobi und Falk. Vor allem mit Fahrstuhlmusik machst du bestimmt Geld wie ein Berserker. Weil die Battles haben durchschnittlich, die Videos haben durchschnittlich so viele Ansichten wie mein Battle gegen Derker. Ja, ist so. Tut mir leid. Fuck. Und sowas gibst du als Referenz an. Für deinen Beruf. Schon klar, dass außer deinen Kollegen keiner dich bucht. Also erzähl mir doch nicht, dein Business läuft gut, du kannst die Runde höchstens kontern mit einem Kontoauszug. Sagst du in einem deiner Tracks so voll cool? Ich schaue in meine Zukunft und ich sehe Vermögen. Und du Bastard willst Sehvermögen. Doch ich schaue in deine Zukunft und sehe Flaschen sammeln. Und ich weiterhin Videomaterial von irgendwelchen Flaschen sammeln. Und auch den Namen Pottgestalt, den finde ich Hammer. Ist bestimmt in Stricherkreisen der Spitzname von deiner Mama. Aber das Format ist dafür da, um Newcomer rauszubringen bis zu ihrem ersten Hit. Ja, Emo, Rambo und Big Mario, Alter. Wer kennt sie nicht? Ja, Mann. Time. Yeah. Hey, yo! Mal sehen, ob er mit einem Kontoauszug kommt. Jetzt gutes Format, Alter, was ist los? So. Ey, yo, Bochum! Hallo. Nein. Ey, yo, Bochum! Halt's Maul! Grötli Anders sind die Menge laut, bevor sein erster Part beginnt. Anfangs dachte ich erst, Mensch, dieser Bauerntümpel gegen Desperados. Nee, den mag ich nicht. Mein großes Bauchgefühl sollte recht behalten, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Nur was soll man auch erwarten, wenn du mittendrin schreist, ich erzähl euch jetzt den Arbeitsunfall seiner Mutter, okay? Okay? Dicken, ich verstehe die Frage nicht. Ist vergleichbar wie, wenn Leanders in der Schule gefurzt hat und voller Zuversicht drauf wartet, bis die Ersten reagieren und was sagen, doch der Lehrer ihn trotzdem zur Strafe an die Tafel schickt. Ja, furzen ist lustig, aber bei denen von Benedikt, da wirst du wahnsinnig. So peinlich, da wird der braune Fleck an der Hose zum Wasser wohl dieses Mal gegessen hat, Ratequiz. Dein überschätztes Selbstbewusstsein sollte dir selbstbewusst werden, auch nach diesen peinlichen Momenten in deinem Battle-Debüt Scheiße zu droppen. Doch wäre es noch besser gewesen, hättest du vernünftig deine Texte geübt. Du brauchst 2 Wochen für die Recherche deiner Gegner. 14 Tage? Axel Springer hätte deine Mutter gefickt. Mit beiden Händen ihre Haare festgehalten und mit dem Kopf auf und auf und auf und dann unter den Tisch. Junge, woher die Zeit? Deine Kuh Erna und ihre 5 Kälber haben Hunger. Sowohl den Tieren als auch den Menschen juckt es -1, wie lange du brauchst, um im Internet zu lungern. Wo bleibt der Fokus auf das Battle? Ich meine, dir sollte die Teilnahme zum Sieg wichtiger sein als für den Umsatz. Du merkst doch selbst, dass es nicht funktioniert, immer zu performen wie ein Tunschmann. Wie ein Tunschmann. Tunschmann war schon weg. Gegen Goyner sagst du, du hast überlegt, was du in den Text packen kannst und kurz danach hast du überlegt, was du in den Text gepackt hast. Ich meine, mir tut das Ganze schon fast leid, aber kann schon scheiße sein, wenn einem nach der Line direkt danach die Sprache fehlt. Jedoch zählt das nicht als Line, wenn alle nochmal schreien und du so nein und du wie ein Opfer voll verträumt durch die letzten Takte quälst. Weißt du, was ich meine? Du könntest, wenn du wolltest. Es bringt nichts, nur zu hören von deinen Eltern, dass du toll bist. Kritik anzunehmen und sich zu bedanken, es war freundlich, aber wenn du sie nicht umsetzt, dummes Arschloch, ja dann heul nicht. Und jetzt genug Zeilen mit Message. Jetzt, wo ich warm bin, kann ich sagen, dass du fett bist. Ey, T-Way. Deine Toilette springt freiwillig, wenn du deine Hose öffnest. Du warst schon im Kindergarten so ein wandelnder Tumor in der Marienkäfergruppe. Du durftest schon damals auf das große Töpfchen. Sel-
Du durftest schon damals auf das große Töpfchen. Schon im Bus hat man beim Einsteigen nicht auf dein Ticket, sondern auf deinen Lieferschein geschaut, weil du für den Weg zur Schule hin und zurück eigentlich einen eigenen Gigaliner brauchst. Früh am Morgen hat dir deine Erziehungsbefugte auf dein frisch belegtes Sauerbrot gekackt, vorausgesetzt, dein Krankenbett hat es ohne vier Platten vom Bauernhof geschafft. Du strahlst so eine Masse aus, da zittern selbst in Reaktoren die Kernkraft vor dir. Und was für Gigaliner! Du hast so eine flächendeckende Masse, du wirst nicht behindertengerecht, sondern schwer transportiert. Ey, T-Way, deine Zunge steckt beim Versuch, dir selbst einzublasen, dein Bauchnabel fest. Immer wenn du beim Baden gehen am Kacken bist, ziehen übers Wasser braune Rauchschwaden weg. Besser wäre es, du nimmst in den Deutschländern und Spreewaldgurken meinen Penis in den Rachen für deine Unverschämtheit bei dem Battle gegen TJ gegen mich zu judgen. Du bist nicht Fett Tony, du bist Fett Tommy. Du bist für mich keine große Relevanz in dieser Szene wie deine Tracks, Tommy. Du gehörst nicht mal auf den Flyer zu den Heads, Tommy. Du bist nur eine Fotze, die schlechtes Verhalten sofort beim Direktor Petz, Tommy. Seht das als Provokation. Ryko und ich werden Burst und dir beweisen, wer besser rappen kann. Ich meine, zwei Hamburger, die in Düsseldorf zwei Luxemburger fressen. Warum nicht gleich von Essen? Ne? Ach, Leander. Sorry, ich bin abgeschweift. Du hast wenigstens über die ganzen Battles abgenommen. Krasser Scheiß. Wassereis? Time. Let's go, man. Clap the bumper to you. Schöne Grüße an Tunschmann an der Stelle. Letzte Runde. Lern das. Let's go. Ja, also ich muss sagen, so deine fetten Lines war krasser Scheiß. Ich wollte zwischendurch schon wagen. Willst du noch dein Wassereis? Aber zu Beginn von Runde 3 möchte ich sagen, Levent, ich mag dich. Runde 1 und 2 waren zwar so ganz lustig, aber du weißt, wir beide sind uns eigentlich sympathisch. Und deswegen möchte ich dir sagen, was dir vielleicht noch nicht klar ist, dein ganzer Freundeskreis verarscht dich. Denn du lebst den Scheiß, den du machst. Fährst für Videos, drehst quer durch NRW, ob bei Regen oder Schnee, ob mit Auto oder der IC. Steckst mehr Arbeit in deine Scheiße, als man Pisser in sein Leben. Und genau aus diesem Grund werde ich jetzt ehrlich mit dir reden. Du filmst bei Diltil und der BAB den ganzen Scheiß stundenlang, schneidest es dann tagelang. Doch was genau damit gewinnst du? Mal hier und da ein Battle und dein Name im Intro. Und vielleicht nach dem Battle heute Abend dann auch noch Applaus, doch das ist so wenig. Teppichknüpfende Kinder in Indien lachen dich aus. Mit deinem Format Fahrstuhlmusik hast du mehr Aufzüge von innen gesehen als Hotelpagen. Doch hast damit noch weniger verdient als ich durch Gagen. Denn während ein Notice da etwas hochlädt und seinen persönlichen Klickrekord zerstört, kannst du von dir nur behaupten, du hast das Ding schon vor Release gehört. Du fährst ganz reibend zu Events. Für sie gibt's Fäuse von Spaß, während du nur wieder nur dastehst und den ganzen Kack filmen darfst. Und während sie dann nachher noch beim Freestyle ihre Stimme auf dem Beat knallen, stehst du nur da und machst am Ende dann wieder den Niederl. Und sagst du dann, ich möchte auch mal was trinken, denn ich brauche mal vom Film eine Pause. Sagt Falk nur, halt deine Schnauze, mach nach dem letzten Battle mein Auto warm und dann fahr mich nach Hause. Levent, CP und Eckett sind für dich nicht mehr real, ihr lebt in einer unterschiedlichen Welt. Doch bei Reiben ist keine Freunde für dich immer noch aktuell. Du sagst ihm täglich, du machst so nice, tight Raps. Doch auf dem Reiben-Channel ist keiner deiner Tracks. Es hat von dem ist jetzt ein Ryko ein Feature abgecheckt. Doch dafür bist du auf Virus Feuer, da war ich reichlich entsetzt. Und es mag sein, dass du denkst, dass er dich da holt, damit du da dann zerfetzt. Aber der braucht im Endeffekt wieder mal nur für ein billiges Video fürs Netz. Doch, Mann. Jetzt kommen wieder Rapper und sagen, du meckerst immer über andere Tracks, die anders, wo sind deine? Ja, ich gebe ja zu, meine sind scheiße. Gut, also gebe ich einen Fick und ihr Bitches bekommt sie vorerst noch nicht zu Gesicht. Also fuck auf meine Tracks, denn ich mache aus jedem Bett in den Krieg. Nenn mich hässlich und fett, doch ich habe eine Familie und eine Freundin, die mich liebt. Hab einen Freundeskreis, der immer alles für mich gibt. Hat zwar mein letztes Feld verkackt, doch hol mir heute hier den Sieg, denn du hast 3 Bettes jetzt. 2 davon gegen Wannabes. Fix höchstens meine Fotze, die wie ein Haria Lackmann One aussieht. Deine Freunde ziehen dich ab und geben dir nicht meine Chance auf Beats. Heute wird die Pottgestalt ins Loch geknallt, vom viehtreibenden Don besiegt. Denn jetzt wisst ihr, Levin wollte Rapper sein, doch hat krass verkackt und sich dann nur aus Frust eine Kamera angeschafft. Und dafür hat er Talent, da spreche ich ihm nicht ab. Deswegen hat Reiben ihn dann auch zum Kameraaffen gemacht. Er darf auch mal Backup spielen, das gar kein anderer schafft. In Battle Rapper Form steckt er all seine Kraft, bettet nach Jamies und Merlin Sahne frisch aus dem Sack und versucht weiterhin krampfhaft und mit aller Macht Fame zu werden, indem er im Kreis Leute am blufft. Doch die roten Augen nach dem Battle kommen nicht daher, dass er pafft, sondern dass er weint, aber vor Trauer. Aber nicht, weil er lacht, denn heute gab's einen umgekehrten Missbrauchsfall. Papa Krieg schafft, ich bohre ein Loch in deine Seele, das in Jahren noch klafft. Mich zu Battle Level, bitte, was hast du gedacht? Du bleibst der maskose Spaß, der nichts anderes hat als seine Technik und sein Insta. Du ekliger Spinner, wenn du dich jetzt selbst auf ihn vollhältst, dann hast du es nicht gerafft. Yeah. Aber dafür hast du heute super Rapper gespielt, Levent. Leute, klatsch nochmal. Hey. Und jetzt zurück hinter die Kamera! Yeah. Yeah.
Time. Let's go, mach Lärm für die Anders! BAP, bitte mach Lärm für das ganze Match hier, dieser beiden Jungs! Wir sind gespannt, was die Judges sagen. Wer möchte beginnen? Ja, ich fange an, ich bin schon da. Let's go, Alter. Okay, folgendermaßen. Selbstbewusstsein auf selbstbewusst werden fand ich mega geil irgendwie. Keine Ahnung, das hat mich voll bekommen. Und deine Imitation von ihm war so on point. Also nur diese paar kurzen Sätze oder Wörter. Ja, wer ist Bontegi? Hätte. Ohne Spaß, hätte mehr gemacht. So, das wäre irgendwie, glaube ich, cool gewesen. Es klang genau wie er. Echt? Ja, voll. Okay. Naja. Ich sah die Präsenz auf deiner Seite und die Sicherheit zunächst auf deiner Seite. Aber die ist dann irgendwie aufflöten gegangen. Und bei dir war die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit, die sich durchgezogen hat. Du bist relativ ernst eingestiegen und bist relativ ernst wieder geendet. Und woran mache ich es fest? Sein Sprachgebrauch und was er, wie er immer wieder zwischen Reihen, sag ich mal, ein paar lustige Highlights gesetzt hat, die haben mich dann am Ende gecatcht. Ich finde, bei dir haben der Aufbau gestimmt, aber die enthauptende Punchline hat dann irgendwie nach jedem Part irgendwie gefehlt. Und darum gebe ich das halt dann an Papa Thea. Ja. Aber geiles Bett, ne? Ich hoffe, du fährst nicht heute nach Hause. Fick dich. Wer ist der Nächste? Rosbach. Guten Abend, Rosbach. Guten Abend. Jungs, danke für das schöne Battle. Mach mal bitte Lärm für das Battle nochmal. Yeah! Eigentlich schon klar, so erste Runde an Papa TR, ganz klar, behinderte beim Beini, lustig, Pimmelpaddeln. Deine Präsenz war auch viel stärker als deine erste Runde, von dir war zu unsicher, so. Dein Haarskin war nice, so, erste Runde, klar, Papa. So, dann in deiner zweiten Runde, so, das Kameramann-Ding, so, war auch mega nice, zweite Runde an dich. Und dritte Runde hast du mich auch nicht so abgeholt, du auch nicht so, aber bei dir waren halt Chokes dabei, deswegen für mich Choke-Kills. Ansonsten, geiles Match, knappes 2-1 anders wegen Choke, so. Yeah. Jo, geiles Match auf jeden Fall. Ich schließe mich da Rosbach so ein bisschen an. Erste Runde fand ich dich richtig geil in der Pimmelpaddel und hast du nicht gesehen, wirklich richtig geil. Zweite Runde fand ich dich richtig geil, wie du das mit der Kamera und mit dem hinter der Kamera stehen auseinandergenommen hast. Dritte Runde, Choke Kid so ein bisschen, aber du hattest auch deine Stumbler, aber ich fand dich mit den Punchlines noch ein bisschen überwiegender, also 2-1 waren wir anders. Jo, als ich das Match auf dem Flyer gesehen habe, dachte ich eigentlich, dass es relativ klar an Papa geht. Aber wobei mich das in diesem Battle anders überholt hat. So, in der ersten Runde bist du stark reingekommen, hast ein paar Slip-Ups drin gehabt, aber ging sonst die ganze Runde eigentlich ganz stabil durch. Auch mit diesem Bruder, guck mal, ich bin 15, ich lach mich da hinten, deswegen kaputt, weißt du. So, nein, so auf jeden Fall geht deswegen die erste Runde an dich. In der zweiten Runde hast du, wie gesagt, mit diesem Kameramann-Ding das auch ganz gut gemacht. Wobei du in der zweiten Runde auch sehr, sehr stark reingekommen bist. In der dritten Runde hat mir deine Leistung auch besser gefallen, weil ich mich da hinten auch komplett weggelacht habe deswegen. So, und bei dir halt dieser eine Choke, so bist danach relativ gut wieder reingekommen. Allerdings geht das deswegen einfach an Leander, das 2-1, aber trotzdem starkes Match, Jungs. Ja, ich hasse halt immer, wenn die Judges sagen, ich schließe mich meinen Vorrednern an, aber ich glaube, das ist diesmal ziemlich eindeutig gewesen. Eigentlich wart ihr auf Augenhöhe, der Choke am Ende hat gekillt, 2-1 an Leander. Also ich fand ehrlich gesagt den Show gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Und ich meine, ich habe gerade drüber gedacht, ich meine, du hattest auch ein paar kurze, also einmal einen kurzen Aussetzer, oder? Also das hat sich eigentlich für mich nicht viel gegeben. Ist eh schon entschieden, oder? Nee, noch nicht, oder? Wie steht's? Nee. Nein, ist eigentlich egal. Auf jeden Fall, ich fand es ziemlich schwer zu judgen. Ich fand, du hattest halt ein bisschen mehr so die Energie. Aber ich fand irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie hat mich das nicht so abgeholt. So ein paar Sachen hatte man, also so engeltechnisch oder so, oder vom Punch her so ein bisschen so, oder so ähnlich schon mal irgendwo gehört. Ich fand es ehrlich gesagt kreativer, wie du da rangegangen bist. Und das hat mich irgendwie mehr abgeholt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so Highlights-mäßig stacked war wie bei dir. Aber ich würde es knapp an dich geben. Okay.
steht jetzt 3-2, ne? 3-2. Das könnte auch unentschieden werden. Jetzt muss. Oh nein. Münze, Münze. Düsseldorf, Schalke 3-3. Macht mal Applaus hier! Gut aus! Und wisst ihr, was noch 3-3 endet? Also, ich will. Das sind schon 6. Was läuft jetzt? Das ist mein Bestes. Papa, Bosman hat es an Leanders, Balababa hat es an Leanders. Ich bin ein Hauptschüler-Wettbewerber. Ich hab's versucht, Jungs. Wir sind eine professionelle Liga. Papa Teher, bitte schneid das raus später. Ey, mach bitte richtig Lärm für den Motherfucker, der den BAB hier gebührend repräsentiert hat. Yeah! Für Papa Teher! Yeah! Aber Gewinner dieses wunderschönen Matches ist Leander! Danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Bitte bleibt noch zum Freestyle-Turnier. Yeah. Und dann machen wir gleich noch ein bisschen Fete und dann wir sind raus. Danke. Ey, yo, Battle Rap Bundesliga, was geht ab? Wir haben gerade das Battle gesehen zwischen Leanders und... Da ist die Kamera. Ja. Nee, ich sitze jetzt hier. Ja, okay, du hast gerade gebattelt. Ja. Alles klar, das Battle ist 4-2 ausgegangen zugunsten von Leanders. Was hast du gegen Leanders Mama? So an sich gar nichts, ist eine sympathische Frau, aber ich dachte mir einfach mal, ich thematisiere sie, weil da so ein paar Zwischenfälle waren, die ich nicht okay fand, aber ja, was soll ich gegen sie haben? Gar nichts. So. Was kannst du zu diesen Zwischenfällen sagen? Das ist eine rechtschaffende Frau und ich glaube, das ist einfach, das spricht einfach nur der Neid aus Levent, dass seine Mutter nie so locker im Umgang mit Alkohol, Drogen und Sexualität war. Nein, ey, jetzt mal ehrlich, Real Talk, meine Mama ist die beste Mama, wenn du das Video siehst, Grüße gehen raus an dich und jeder Gegner, der das benutzt, ist ein richtiger Hurensohn, der eine Fotzenmutter hat, die anschaffen geht. Deine Mama ist eine Fotzenmutter, die anschaffen geht. Kann ich so nicht bestätigen. Nein, beste Frau, ehrlich. Okay, dieses Interview läuft jetzt schon komplett über. Wie steht's um dein Wassereis? Ist es auf mittlerweile? Nein, ich hab's nicht aufbekommen, Ryko hat's auch nicht aufbekommen. Ich glaube, du hast es nicht mal geöffnet oder versucht so und dann. Ja, es ist scheißegal, es sollte als Gimmick dienen, hat funktioniert, Punkt. Das gute Wassereis. Aber ey, das Rückgeld kriege ich noch von dir wieder, Ryko, ne? Also das hat jetzt bestimmt keine 3 Euro gekostet, ich bitte dich. Ryko, der Schlawiner. Woher weißt du, dass ich keine Snuff-Pornos drehe? Ich kenne Leute, die in den Kreisen unterwegs sind. Dorf? Ja, das ist ziemlich normal. Da kommt ab und zu mal so eine Busladung voll irgendwelcher kleiner Kinder und die kommen dann in eine Scheune rein und nicht wieder raus. Ne? Also ist normal da. Nein, jetzt mal Real Talk. Junge, was für ein Interview. Nein, ich weiß ja, dass du auch ein erfahrener Kameramann bestimmt bist, gerade so im privaten Raum. Nein. Ist ja auch egal in dem Moment, aber so, ich würde mir jetzt hier nicht vorstellen, dass einer, der bei der BRB ist, schon mal ein Snuff-Porno gedreht hat. Eventuell. Ich komme da nicht mehr raus. Niederlage, woran hat's gelegen? Ja, man fragt sich immer, woran es gelegen hat, ne? Nee, jetzt mal Real Talk, also. Ja, ich red schon. Das Ding ist, das Battle hätte ja eigentlich schon früher stattfinden sollen, nämlich jetzt im Oktober. Das Ding ist halt, das Oktober-Event ist jetzt ausgefallen, ist jetzt halt im November gewesen. Und dadurch, dass es jetzt halt im November gewesen hat und ich da jetzt halt schon vorgeplant habe mit den Videoprojekten, Arbeiten etc. pp., habe ich das dann halt dann doch unterschätzt, da jetzt nochmal auch in dieser Zeit von Oktober bis November richtig zu lernen. Ich habe Dienstag erst angefangen. Ich hab's recht gut hinbekommen, muss ich sagen. Der Choke in der dritten Runde, denn ey, ich hasse mich selbst dafür. Ist jetzt natürlich alles, ne?
schon passiert, kann man nicht ändern, aber ab nächstem Mal wieder besser viel besser vorbereiten, mindestens wieder 2 Wochen. Also ein Monat mehr Zeit bedeutet quasi 5 Tage vorher anfangen zu lernen. Jein, aber ich find's krass, wie manche es schaffen, halt innerhalb so einer kurzen Zeitspanne von, sagen wir mal, 5 Tagen ihren kompletten Text auswendig zu lernen. Haben Kotzen. Heute auch gesehen. Ja. Also Kotzen ist da ein ganz krasses Beispiel für. Wir sind nach Berlin gefahren zu dem Diltili-Event. So, ja, passt ja, wir sind gefahren. Ich bin natürlich am Steuer gewesen. Und der war da im Auto und hat wirklich eine Stunde, bevor er dran war, seinen Text auswendig gelernt. Der kriegt es halt zum Beispiel krass gut hin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich es auch schaffe, aber nächstes Mal nicht 4 Tage, 5 Tage vorher battlen und sich vergewissern, dass das Battle nicht nochmal verschoben wird und nicht so planen. Ja, krass. Und bei dir die Vorbereitung hast du jetzt auch so kurz vorher nochmal. Du hattest auch 1-2 Stumbler, glaube ich, auch einen kleinen Choke. Wie war bei dir die Vorbereitung? Hast du durchgezogen, auch den Monat noch zusätzlich? Hast du nochmal umgeschrieben eventuell? Also ich habe mein Battle fertig gehabt, schon vorm Oktober-Event, weil das ist ja auch ganz kurzfristig abgesagt worden. Hatte ich das alles schon geschrieben und so. Und dann, wie das dann immer so ist, denkt man sich, oh, jetzt habe ich ja noch einen Monat mehr Zeit. Und dann hatte ich halt auch privat ein paar Geschichten zu tun. Und dann habe ich mir halt gedacht, so ja komm, dann fängst du immer an zu lernen. Und ich konnte meinen Text eigentlich auch. Ich habe gestern nochmal wieder ordentlich meinen Schrank gebettet, wie ich das immer mache eigentlich. Und dann heute war halt, ich war generell ein bisschen unsicher. Weil immer wenn ich in die Cypher steige, ist es eigentlich immer so, dass ich ultra nervös bin, auch jetzt nach dem 5. Battle immer noch. Und dann kommt er an und sagt so, ja, du hast in jedem Battle, hast du Stumbler und du bist immer voll unsicher. Und dann denke ich mir so, fuck it, ey, wenn er mich jetzt damit kriegt. Und damit hat er mich dann wieder voll bekommen, weil ich durch den Scheiß so aufgeregt war dann auf einmal. Und ja, dann stehst du halt da und das ist wirklich, in der Cypher zu choken, ist wie 1000 Tode zu sterben. Ja, mein letzter Gegner kann das bestätigen. Ja, der kann es aber auch echt nicht als Beispiel nehmen. Also ehrlich, nicht überhaupt nicht. Nein, ist natürlich doof, aber ich möchte als Verlierer möchte ich als erstes bitten. Hast du noch was zu sagen? Ich finde es immer lustig, dass mich die Leute auch vor der Kamera oder auch zum Beispiel in Instagram-Stories Levent nennen. Levent. Halt's Maul. Déjà-vu. Was soll ich sagen? Also ganz ehrlich, ich mach's beim nächsten Mal besser. So, das sagt jeder, aber wenn jetzt nicht wieder ein Battle abgesagt wird, beziehungsweise das ganze Event und man da jetzt komplett aus dem Plan und aus dem Ruder läuft, so, dann denke ich mal, ist auch allgemein immer die Vorbereitung viel besser. Ich werde es beim nächsten Mal also besser machen. Also das nächste Mal 2 Monate verschieben. Ja, das wird passen, das wird passen. Das wird aber. Nee, aber ich fand das Battle richtig nice, also auch wenn wir beide jetzt so diese Slip-Ups und diese Startschwierigkeiten in manchen Patterns hatten und so und die Delivery darunter gelitten hat, die ganzen Fachwörter jetzt noch reinbringen. Ich muss sagen, ich fand das Battle trotzdem gut, auch wenn er seine Sicht jetzt halt nicht so nice fand. Ich fand das meine Sicht auch nicht so nice, so, aber ich fand es halt trotzdem schon, ist auf jeden Fall ein Main-Match, würde ich behaupten. Ja. Würde ich auch behaupten und deswegen nochmal den Sieger bei dem Battle, was auch hätte unentschieden, wahrscheinlich auch aus deiner Sicht ausgehen können. Was sagst du zum Abschluss dieses Interviews? Ein würdiger Abschluss für ein recht komisches BRB-Event. Was kann ich noch sagen? Ich glaube, wir haben gezeigt, dass man auch, wenn man sich neben der ganzen Battle-Rap-Geschichte eigentlich gut versteht, sich trotzdem mal ordentlich auf die Fresse hauen kann, weil Battle-Rap ist Battle-Rap und privat ist privat. Und Leanders 2019 Ende und 2020 Anfang, es kommen große Sachen, wie wenn ich ejakuliere. Time. Uff. Ich möchte jetzt daran nichts hinzufügen, aber an der Tatsache, dass sich auch Leute battlen können, die sich eigentlich hinter der Kamera gut verstehen. Ich find's ein bisschen bedauerlich, muss ich schon sagen, dass jetzt Leute ankommen und sagen, nee, ich battle nicht gegen den, ich finde den eigentlich voll cool. Also ich muss sagen, auch wenn wir uns jetzt hinter der Kamera recht gut verstehen, so hat es trotzdem Spaß gemacht, jetzt gegeneinander zu schießen. Angles findet so, man ja immer. Eben, ey, man findet immer Angles so und es muss jetzt halt auch nicht mega personal oder deep oder real talk sein. So, es kann halt auch lustig sein, einfach auf die Fresse. So, und ich hoffe, dass da in Zukunft halt echt noch Leute zu finden sind, die sich zwar mögen, aber einfach Bock haben auf so ein bisschen Sparring. Ich meine, wenn man jetzt in einem Boxring ist und jetzt einfach mit seinen Freunden ein bisschen trainiert, ist ja fast theoretisch das Gleiche. Ja, so. Normal.
Auch wenn man jetzt einmal richtig, auch wenn man sich jetzt einmal fest in die Fresse haut, so, dann hilft man den anderen wieder auf so, und ist es halt trotzdem immer noch auf einer Ebene, wo man es halt als Battle nimmt, aber halt im Privaten nach wie vor kein Problem hat. Egal, was im Battle gesagt wird. So. Ja. Also. In dem Sinne, in Zukunft, zieht euch den Schwanz aus dem Arsch, stecken euch im Mund. Wir sind die Battle Rap Bundesliga und wir sind jetzt raus. Haut da rein!